Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dartsliebe. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist auf unserer gemeinsamen Reise, aus dir einen besseren Dartspieler zu machen. Vielleicht hast du dir aus unserem letzten Video schon einige Tipps aus meinen Top 3 mitgenommen, um dein Dartspiel allgemein zu verbessern. Heute möchte ich dich davon überzeugen, das Aufwärmen mit in dein Darttraining zu integrieren. Dabei nenne ich dir natürlich den Grund, warum ich finde, dass das Aufwärmen einfach dazugehört, zeige dir einzelne Spiele, die du benutzen kannst und werde am Ende auch mein persönliches Aufwärmtraining vorstellen. Ich persönlich finde, dass es beim Warm-up vor allem darum geht, deinen Wurfarm aufzulockern, dein Muskelgedächtnis zu reaktivieren und als drittes in die Konzentration reinzukommen, damit du am Ende konstant werfen kannst. Die Dauer des Aufwärmens ist davon abhängig, was du alles machen möchtest. Die Dart-Profis wärmen sich in der Regel 1 bis 2 Stunden auf. Ich persönlich, und das wirst du später auch sehen, habe ein Programm, das ungefähr 25 bis 30 Minuten dauert. Du kannst dir gerne das rauspicken, was du für dein persönliches Aufwärmen brauchst, denn im Endeffekt, wie bei vielen anderen Dingen auch, ist das Aufwärmen ganz individuell. Die einen kommen mit dem einen Trainingsspiel besonders gut klar, die anderen brauchen eben einfach ein anderes. Bevor ich dir nun eins meiner Lieblingsaufwärmspiele zeige, möchte ich dir einfach nochmal 4 Spiele nennen, die aus meiner Sicht geeignet sind, um sich angemessen warm zu machen. Zum einen haben wir das klassische Around the Clock. Das kannst du im Single-Modus spielen, das heißt, du wirfst die Single-Felder ab von der 1 bis zur 20 mit einem abschließenden Wurf auf das Bullseye. Du kannst das Ganze aber auch in der Doppel- und in der Triple-Variante spielen, je nachdem, auf was du deinen Fokus setzen möchtest. Das nächste Spiel ist das Spiel Highscore. Da geht es einfach nur darum, einen höchstmöglichen Score in einer gewissen Anzahl an Runden zu erzielen. Wenn du genauere Informationen zu dem Spiel Highscore haben möchtest, schau gerne bei uns in der Dartsliebe-App vorbei. Dort findest du alle von mir genannten Trainingsspiele und auch die passenden Erklärungen dazu. Kommen wir nun zum dritten Spiel und mein absoluter Favorit beim Aufwärmen, das Spiel 121. Wie der Name schon verrät, startest du mit 121 Punkten und dein Ziel ist es, die 121 Punkte mit 9 Darts, also in 3 Aufnahmen, zu checken. Wenn dir das gelingt, erhöht sich dein Startscore um einen Punkt, sprich in der nächsten Runde würdest du mit 122 Punkten weitermachen. Warum ist das Spiel jetzt besonders gut geeignet zum Aufwärmen? Nun, es ist einfach eine Kombination aus einmal Triple-Training, aus Single-Felder-Treffen, du musst Checkout-Wege üben, das heißt, du musst auch rechnen und am Ende wirfst du natürlich auch auf die Doppelfelder. Das heißt, du hast schon im Warm-up alle wichtigen oder viele wichtigen Bereiche des Dartsports abgedeckt. Ein viertes geeignetes Spiel zum Aufwärmen, das ich ganz gerne spiele, wenn ein Kumpel da ist oder wenn ein Trainingspartner da ist, ist das Spiel Cricket. Hierbei geht es darum, die Felder 15 bis zur 20 sowie das Bullseye jeweils 3-mal zu treffen. Dafür gibt es Punkte, aber du kannst dir die Regeln nochmal genauer durchlesen, wenn dich das Spiel interessiert. Jetzt genug der Worte, wir gehen ab ans Board und spielen ein paar Runden 121. Los geht's.
So, wie du gesehen hast, ist es mir nicht immer gelungen, den Restscore zu checken. Und es ist auch überhaupt kein Problem, gerade beim Aufwärmen. Verabschiede dich bitte komplett von dem Gedanken, dass du schon beim Aufwärmen alle Felder treffen musst. Es geht einfach darum, ein Gefühl zu bekommen und gerade beim Spiel 121 vor allem wichtig, die Trippelfelder, die Singlefelder und die Doppelfelder mal anzuspielen und ein Gefühl für Höhe und deine Wurfkraft zu bekommen. Deswegen eignet sich das Spiel 121 aus meiner Sicht besonders gut zum Aufwärmen. So, wie versprochen, stelle ich dir jetzt noch mein persönliches Aufwärmprogramm vor, was so ungefähr 25 bis 30 Minuten dauert. Dabei starte ich immer auf der Triple 20 und versuche einfach für 6, 7, 8 Minuten die Triple 20 zu treffen. Ich habe hier einen ganz guten Anhaltspunkt, denn beim Dartspielen höre ich ganz gerne Musik und mache das Ganze so ungefähr 2 Lieder lang. Ziel dabei ist es, mit der Zeit immer engere Gruppen zu werfen. Das heißt, es kann sein, dass du am Anfang, so ist es bei mir meistens auch, wenn ich kalt auf die Dartscheibe werfe, dass die Streuung noch relativ groß ist. Und am Ende merke ich, okay, es wird immer enger, die Pfeile stecken immer enger zusammen im Dartboard und deswegen werfe ich am Anfang erstmal ein paar Minuten auf die Triple 20. Danach geht es bei mir mit Around the Clock weiter. Ich entscheide mich hier immer für die Single-Variante, denn ich möchte einfach alle Single-Felder einmal beim Aufwärmen geworfen haben. Du kannst es gerne auch in der Doppel- oder Triple-Variante spielen, je nachdem, wo du deinen Fokus draufsetzen möchtest. Nachdem ich Around the Clock gespielt habe, spiele ich ungefähr 10 bis 15 Minuten das Spiel 121, was ich dir gerade eben vorgestellt habe, auch aus den besagten Gründen. Und am Ende, bevor es dann losgeht mit einem möglichen Match, werfe ich einfach nochmal ein paar Aufnahmen auf die Triple 20, um wieder die Höhe der Trippelfelder zu kriegen. Das war mein persönliches Aufwärmprogramm. Wenn du möchtest, übernimm es gerne oder pick dir raus, was du für dich brauchst. Du musst einfach für dich selbst herausfinden, was du benötigst, um eben bestmöglichst vorbereitet zu sein. Lass mir auch gerne einen Kommentar da, wenn du andere Ideen zum Thema Warm-up hast oder wenn du ein weiteres Trainingsspiel von mir sehen möchtest. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren für die nächsten Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!